Vielen Dank auch an ZVI für die Gelegenheit, hier zu diesem Thema zu referieren. Ich fange einfach mal an. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin tätig für die Firma John Müller. Das ist ein mittelständisches Unternehmen im Rheingau und ich leite dort das Produktmanagement. Hier ist noch mal kurz ein paar Eckdaten zu unserer Firma. Also wir sind ein typischer deutscher Mittelständler, 600 Mitarbeiter, 126 Jahre Geschichte am Standort, aber auch eine gute Exportquote. Also wir machen etwa 60% unseres Umsatzes im Ausland, 140 Millionen und haben 11 Tochtergesellschaften. Worüber reden wir heute? Ich möchte dieses Bild jetzt nicht dazu nutzen, um Ihnen zu erläutern, dass wir erneuerbare Energie haben, das wissen Sie selber. Aber ich will uns selbst einfach mal verorten, weil wir sind ja hier auf der Light und Building, da ist ja das Gebäude ein Schwerpunkt und wir sind an einer etwas anderen Stelle aktiv. Also wir befinden uns mit unseren Produkten und Lösungen hier an diesen Knotenpunkten, an den Verteilpunkten. Und bestenfalls am Eingang des Gebäudes, also in der Niederspannungshauptverteilung, die in größere Gebäude, eine Liegenschaft, Produktionsanlage, was auch immer, hineingeht. Im Gebäude selbst, in der Energieverteilung dort sind wir nicht tätig. Ja, und warum? Nee, jetzt habe ich Glück, ist falsch gedrückt. Warum beschäftigt uns dieses Thema? Warum müssen dort Veränderungen vorgenommen werden? Warum müssen wir digitalisieren? Ist relativ simpel, das weiß jeder. Wir haben ein ehemals hierarchisch organisiertes, unidirektional organisiertes Verteilnetz für Energie und betreiben das jetzt bidirektional und dezentral. Daraus leiten sich eine Reihe von Herausforderungen ab, die wir eben auch einen Beitrag leisten, um die zu meistern. Worin besteht das Problem? Das Problem besteht darin, dass es traditionell, so wie das Netz designt wurde, eigentlich keinen Grund gab, zu digitalisieren, weil es top-down, hierarchisch, zentral geplant und errichtet war und der Lastfluss praktisch klar war. Der war immer in eine Richtung. Ja? Erzeuger, Verbraucher, dazwischen eine Verteilung. Die Situation hat sich dramatisch geändert in den letzten Jahren. Wir haben häufig sogar die Lastflussumkehr. Wir haben eine Volatilität der Erzeuger. Die Erzeuger sind dezentral. Auch die Fehlerfälle sind nicht mehr so eindeutig handelbar. Das war vorher auch relativ klar. Man hat an irgendeinem Strang beispielsweise einen Kurzschluss. Dann muss der abgeschaltet werden. Jetzt ist es so, dass auf so einen Kurzschluss unter Umständen mehrere Erzeuger unterschiedlicher Größe raufgehen, was auch gehandelt werden muss. Wir haben das Thema Überlastung von Leitungen durch die dezentrale Einspeisung, was gemanagt werden muss. Und am Ende des Tages haben wir auch noch, obwohl es uns mit unseren Produkten und Konzepten nicht direkt betrifft, auch noch Konsequenzen, die sich ergeben aus der Änderung § 14a INWG. Das Ganze führt unterm Strich zum Titel des Vortrags, zu der Notwendigkeit, auch das Verteilnetz zu digitalisieren. Digitalisierung hier als Sammelbegriff für im Prinzip Datensammlung und Auswertung. Was sind die Ziele? Transparenz ist das Hauptziel. Man will besser verstehen können, wie genau der Zustand des Verteilnetzes ist, unabhängig davon, dass man ja über Smart Metering etc. weiß, was die Endpunkte machen. Aber man hat eben keine genügende Transparenz über die Verteilstrecken. Was kann man mit diesen Informationen machen? Man kann Netzplanung unterstützen, man kann Fehlerlokalisierung und Behebung beschleunigen. Und man kann auch Kapazitätsbewertungen durchführen. In aller Regel heute, Stand heute, werden diese Dinge allerdings, diese Informationen prinzipiell zum Monitoring benutzt, an Leitsysteme weitergegeben. In vielen Fällen sogar, ich komme dann noch zu Beispielen, in vielen Fällen sogar nur aufgenommen und archiviert. Und hier sehen Sie mal, so sieht es dann in der Realität aus. Eine typische Verteilung,
mit intelligent aufgerüsteten Lastschaltleisten und dann rechts im Bild zu sehen, die Elektronik, die man dafür braucht, also Stromversorgung, Messmodule, Gateways und Kommunikationssysteme. Ja, welche Sensoren kommen zum Einsatz? Digitalisierung ist ja immer so ein wunderbar großes Wort. Das Ganze ist relativ einfach aus elektrotechnischer Sicht. Ja, wir haben Stromwandler, wir haben Rogowski-Spulen. Was sehr häufig vergessen wird, sind Spannungsabgriffe. Das wird gern mal, also man redet viel darüber, Stromsensoren anzubringen. Man spricht oft wenig darüber, dass man auch noch Spannungsabgriffe braucht. Wenn es um Leistung geht, reicht der Strom einfach nicht als Messwert aus. Temperatur ist ein Thema. In diesen Verteilungen kann es recht sportlich warm werden. Häufig befinden die sich in Trafostationen. Die Trafos selbst erzeugen viel Abwärme. Kann auch mal ein Verteiler sein, der einfach in der prallen Sonne steht. Das heißt also, die Temperaturbedingungen mit zu erfassen, ist absolut sinnvoll. Und dann gibt es eben noch so relativ triviale Sensorik, Schaltstellungsanzeigen, Sicherungsüberwachung. Das ist also häufig also nur mechanische Kontakte, wie hier jetzt abgebildet. Obwohl das elektrotechnisch natürlich wenig anspruchsvoll ist, hat das doch häufig eine hohe Bedeutung. Denn so ein Energieversorger interessiert sich schon dafür, ob die Tür von der Trafostation zu ist oder auf. Also, mal etwas salopp zu sagen. Gut, wie sieht es jetzt traditionell aus, wenn überhaupt gemessen wird? Dann ist es im Prinzip so, wie in der links dargestellt. Ja, wir haben einen Stromwandler auf einer Phase und haben dann ein Messgerät. So, dann können Sie den Momentanwert sehen, wenn Sie vor der Verteilung stehen. Wenn überhaupt, wurde es in der Vergangenheit so gemacht. Das Ganze hat dann natürlich heute ein elektronisches Äquivalent, das heißt ein Messgerät, in der Regel in so einer Bauform 90x90. In dem mittleren Bild zu sehen, die blauen Geräte, die haben dann natürlich schon einen Speicher, sind aber häufig in der Realität gar nicht kommunikativ angebunden, sondern sind einfach SD-Karten drin oder andere Speichermedien, die zum Teil über Jahre aufzeichnen. Das ist so ein bisschen der Status quo, der an der Stelle herrscht. Der ist natürlich nicht geeignet, um in irgendeiner Form von A, Digitalisierung zu sprechen und B, irgendwelche der Ziele zu erreichen, die ich vorher auf der anderen Folie hatte. Und das Ganze geht dann noch, last but not least, mit einem relativ hohen Verdrahtungsaufwand einher, weil sie praktisch die Wandler ja parallel verkabeln müssen zu der eigentlichen Stromverschiebung. Ja, wie kann man das etwas besser, moderner, schöner machen und den Zielen sich nähern? Man kann die Sensorik und die Elektronik integrieren. Ich habe ja einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Links oben sehen Sie die Rückseite einer Lastschaltleiste, wie sie typischerweise in Verteilungen verbaut wird im Energieversorgerbereich. Und Sie sehen dann mit der Kupferhülse in der Mitte einen Stromwandler, der ist einfach an der Rückseite integriert. Wird verkabelt und dann oben werden die Signale oder die Messwerte weitergeführt. Das ist eine recht einfache Form. Da würde ich auch noch nicht von Integration reden. Bei anderen Bauformen im unteren Bild zu sehen, ist die Integration dann schon deutlich höher. Da ist die ganze Thematik auch nicht mehr lösbar vom Gerät, sondern voll integriert. Was man dazu sagen kann, wenn man diesen Status quo betrachtet, dann ist es für den Betreiber noch relativ kompliziert, weil er kann im Nachhinein eigentlich gar nichts mehr ändern, nur mit hohem Aufwand und muss sozusagen bei der Installation schon entscheiden, dass er sich für eine Messwertaufnahme entscheidet, obwohl er vielleicht erst in ein paar Jahren braucht. Die Zyklen im Energieversorgungsbereich sind extrem lang, also wir reden von Standzeiten der Produkte von Jahrzehnten im Feld, häufig ohne jegliche Wartung, ohne Betrachtung derselben, die Tür bleibt zu, solange es funktioniert, passiert einfach nichts. Deswegen ist Nachrüstbarkeit ein Thema, weil man eben nicht Jahrzehnte, bevor man es braucht, entscheiden will,
in Sensorik und Elektronik zu investieren. Hier sind mal zwei Bauformen dargestellt. Also rechts sehen wir ein typisches EVU-Produkt, wird in Trafostationen etc. zum Einsatz kommen, sogenannte Sicherung, Lasttrennschalter. Auch bewusst gezeigt, dass es nicht nur von unserer Firma gibt. Hier ist es in dem Fall die Firma Efen, die ähnliche Produkte auch in Deutschland herstellt. Und links haben wir den Lasttrennschalter mit Sicherung. Also die Formulierung ist sehr bewusst, das ist keine Haarspalterei. Dadurch bringt man zum Ausdruck, dass bedienerunabhängig geschaltet wird, während ein Sicherungslasttrennschalter bedienerabhängig geschaltet wird. Also hier entscheidet, das Deutsche sagt, der Mensch, der am Hebel zieht, wie schnell das Ganze geht. Auf der linken Seite entscheidet die Mechanik. Auch hier, das obere Produkt ist aus unserem Hause, das untere Produkt ist aus dem Hause ABB. Gibt es also auch von verschiedenen Herstellern. Ja, einfach mal ein paar Details, wie eine vollintegrierte Leiste aussieht. Sie sehen also, der Name vollintegriert ist hier auch gerechtfertigt. Die Elektronik und die Sensorik befindet sich integriert im Produkt und ist auch nicht lösbar im Nachhinein, nur zu Reparaturzwecken. Dazu muss es aber ins Werk. Ja, und die Verkabelung geschieht in der Regel nicht mit Klemmen, sondern mit Steckverbindungen, wie sie in der Kommunikationstechnik üblich sind. Ja, gut, jetzt mal ein Überblick noch. Und man braucht natürlich außerhalb der Produkte, wenn man mehrere zusammenführen will, hier zu sehen, natürlich noch Gateways und gegebenenfalls Kommunikationstechnik, die die Informationen dann weiterträgt und gegebenenfalls ein Leitsystem übergibt. Wie gesagt, hier die andere Bauform, die eher im EVU-Bereich Anwendung findet, mal als Explosionszeichnung. Im hinteren Bereich sitzen dann die Stromwandler im Unterteil. Dieses Unterteil ist direkt mit der Verschienung verschraubt und darüber befinden sich dann die normalen, üblichen Bauteile eines Lasttrennschalters. Und oben sehen Sie die Messelektronik selbst, ist hier verglichen mit dem Produkt sehr, sehr klein, sehr, sehr flach ausgeführt. Sie werden sich vielleicht fragen, warum. Man sieht es hier an dem Bild schon relativ gut. Die Platzverhältnisse sind zum Teil extrem beengt. Das heißt, man hat oft nur wenige Millimeter Platz, um das unterzubringen. Ja, hier sieht man es ein bisschen besser. Also Sie sehen, oben, wo die gelben Kabel sind, das sind die Elektronikmodule, da ist kaum Platz zur Verfügung. Was macht man jetzt, wenn es gibt da eine sehr große installierte Basis, können Sie sich vorstellen, das Verteilnetz ist ja gebaut und existiert ja. Was macht man jetzt, wenn man nicht neu bauen will? Man muss Nachrüstlösungen in irgendeiner Form dem Kunden anbieten. Da gibt es die verschiedensten Vorgehensweisen, also mal rechts ein Bild, was illustriert, warum das manchmal auch ein bisschen schwierig ist. Ja, sie haben halt praktisch hier Rogowski-Spulen, die um die Abgangskabel gelegt werden müssen und die dann wiederum ihre eigene Signalverkabelung an einen Konzentrator und eine Baugruppe führen müssen. Das Ganze ist also alles andere als ein aufgeräumtes Bild. Deswegen haben wir konkret uns das auch zum Ziel gesetzt, das etwas besser, sprich aufgeräumter zur Verfügung zu stellen. Wir haben einerseits Möglichkeiten mit sogenannten Wandlerblöcken. Das ist im Grunde nichts anderes als ein vorverkabeltes Paket von Wandlern in einer mechanischen Halterung, die man mit einem noch wesentlichen, aber zumindest managebaren Installationsaufwand anbringen kann. Man muss dazu allerdings auch die Lastschaltleiste entfernen von der Stromverschienung und den Wandlerblock sozusagen dahinter bringen. Aber das Ganze ist vom Handling her schon etwas besser. Man kann auch andere Wege gehen, links zu sehen. Man könnte einen intelligenten Sicherungseinsatz verwenden. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig intelligent. Der hat einfach die Möglichkeit, Temperatur und Strom aufzunehmen, hat für den Kunden den gigantischen Vorteil, dass er nur den Sicherungseinsatz wechseln muss. Der Rest bleibt unberührt
Und wenn es jetzt wirklich nur um den Strom geht, dann ist das eine gute Lösung, die sehr einfach zu handeln ist für den Kunden. Dahinter steht dann natürlich wieder eine Kommunikationselektronik, die kabellos diesen Sicherungseinsatz mit einem Konzentrator verbindet und dann auf den Gateway geht, um die Daten weiter zu kommunizieren. Ja, das ist mal ein Überblicksbild, wie so eine Systemstruktur dann aussieht. Hier ein Anzeigegerät, ein Gateway mit verschiedenen Modulen, die über den Bus kommunizieren. Und rechts ist halt, sind die Auswahlmöglichkeiten, die der Kunde hat, um an die Daten zu kommen. Ja, man kann nur klassische Stromwandler verwenden, Rogowski-Spulen. Man kann Kleinsignalwandler verwenden oder eben galvanische Trennung benutzen. Es gibt auch verschiedenste Optionen, was die Bussysteme anbelangt, die sich im Wesentlichen nur durch ihre Geschwindigkeit und Konfigurierbarkeit unterscheiden. Das Prinzip ist immer dasselbe. Sie haben eine Lastschaltleiste, sie rüsten die mit Sensoren auf, haben in irgendeiner Form Messwertaufnahme und Kommunikationstechnik, gegebenenfalls vor Ort anzeigen, mit oder ohne Speicher und dann ein zentrales Gateway, was Daten entweder direkt an ein Leitsystem oder an andere weiterführende Systeme übergibt oder eben an ein Kommunikationssystem, ein LTE-Modul oder was auch immer. Wobei Funk nicht so gerne sehen wird im EVU-Bereich, aber da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ja, hier nochmal zum Abschluss ein Bild, wie das dann in der Realität aussieht. Ich sagte schon, die Platzverhältnisse sind häufig beengt. Temperaturverhältnisse sehr schwierig vorherzubestimmen. Und man hat häufig gerade mal so den Platz, noch die Kommunikationstechnik unterzubringen. Ja, nochmal Zusammenfassung: Was sind die Ziele, die man verfolgt mit diesen Strategien? Man will Transparenz im Niederspannungsverteilnetz schaffen. Wir, aber auch alle anderen Hersteller, streben danach, den Platzbedarf zu minimieren und durch einfache Vorgehensweisen zur Installation und Inbetriebnahme eine gewisse Anwendungssicherheit zu schaffen, aufgrund der Tatsache, dass diese Installationen sehr schwer zugänglich sind, weil sie einfach verteilt sind im Land und niemand will da hinfahren und nachgucken. Die Messdaten werden in der Regel an Leitsysteme weitergegeben oder einfach in Standardformaten archiviert. Und da die installierte Basis sehr groß ist und dort auch sehr, sehr viel Geld gebunden wird, ist Nachrüstbarkeit ein wichtiges Kriterium. Idealerweise natürlich kombiniert mit Integrationsstrategien. Ja, ich glaube, das war's. Ja? Wenn Sie Interesse an diesen Dingen haben, wir haben natürlich einen Stand auf der Leitung Building Halle 11, Stand B40, sind herzlich eingeladen, weiterführende Gespräche oder Diskussionen dazu führen. Und ja, nochmal vielen Dank an den ZVI für die Gelegenheit, sich hier zu präsentieren.